Was haben eine Stadt im Saarland und das Jet Propulsion Laboratory der NASA gemeinsam? Eigentlich nicht sehr viel. Auf den zweiten Blick oder eher auf den dritten, vierten oder fünften Blick fällt aber eine Gemeinsamkeit auf. Die Stadt Perl im Saarland heißt genauso wie eine Programmiersprache, die von einem ehemaligen Mitarbeiter dieses Labors entwickelt wurde. Perl. Larry Wall, der Entwickler von Perl, wurde 1954 geboren. Als 33-Jähriger erfand er eine neue Programmiersprache, obwohl er währenddessen noch bei dem eben genannten Strahlenantriebslabor arbeitete. Fun Fact: Larry Wall hat zweimal den IOCCC gewonnen. Wofür steht das, fragt ihr euch? Jetzt das Video pausieren und in den Kommentaren mitraten. Lösung in 3, 2, 1. IOCCC steht für International Obfuscated C-Code Contest, welcher den undurchsichtigsten C-Quellcode auszeichnet. Ob das wohl irgendwas über die eigene Programmiersprache aussagt? Sowohl beim Jet Propulsion Laboratory als auch bei dem US-amerikanischen Unternehmen Unisys, wo er später arbeitete, musste Larry die undankbare Aufgabe übernehmen, aus unzähligen Logdateien einen übersichtlichen Bericht zu erzeugen. Das Problem war, dass ihm die vorhandenen Programme, Sprachen und Tools zu umständlich waren. Zur Vereinfachung seiner Arbeit entwickelte er zusammen mit zwei seiner damaligen Kollegen die Sprache Perl, um die sich dieses Video ja dreht. Eine Grundidee hinter Perl war, dass sie nahe den menschlichen Sprachgewohnheiten sein soll. Das resultierte in minimalen Voraussetzungen für Anfänger sowie ein einfaches und umfangreiches Kombinieren von Sprachelementen. Dabei verfolgt Perl das Motto "There's more than one way to do it". Das bedeutet unter anderem, dass mehrere Befehle für die gleiche Funktion verfügbar sind, um wie schon gesagt möglichst nah an den Sprachgewohnheiten zu sein. Ursprünglich war Perl eine interpretierte Skriptsprache, die sehr typisch für Unix-Systeme sowie Linux ist. Perl hat sich als gute Sprache zu verarbeiten von Texten bis heute gehalten. Und obwohl es keine offizielle Bedeutung von Perl gibt, ist Perl als Practical Extraction and Report Language bekannt. Durch die sehr gute und effiziente Verarbeitung von Text jeglicher Art hat sich Perl zudem als populäre Sprache für sogenannte CGI-Skripte durchgesetzt. Dieses CGI hat aber nichts mit dem CGI-Effekt in Hollywood-Blockbustern zu tun, denn das gemeinte CGI steht nicht für Computer Generated Imagery, sondern für Common Gateway Interface. Das Common Gateway Interface ist ein Standardprotokoll für Konsolenanwendungen, die auf einem Webserver ausgeführt werden, um dynamisch generierte Webseiten zu erstellen. Kurz, ein Standard zum Datenaustausch zwischen Webserver und dritter Software. Diese Technologie entstand im Jahre 1993. Auch PHP ist eine Skriptsprache, die genutzt werden kann, um dynamische Webseiten zu erstellen. Mehr dazu in der nächsten Folge. So wie zwischen Fußballvereinen gibt es auch unter Programmierern verschiedener Programmiersprachen, nennen wir es mal Differenzen. So wird das Kürzel PHP unter Perl-Programmierern teilweise als Perl Haters Perl interpretiert. Das kommt zum einen zustande, da CGI bzw. Perl-Programmierer vor allem der Systemadministration verbunden sind, während PHP-Programmierer näher dem eigentlichen Design und Anwendung sind. Von letzterem wird Perl daher als kryptisch und unverständlich angesehen. Jetzt zum Fazit. Perl lernen? Ja, nein, vielleicht, heute, morgen, gestern, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, es hängt davon ab, welche Sprachen du bisher kannst und in welchem Bereich du programmieren willst. Solltest du bereits PHP oder ähnliches kennen und können, dann eher nein. Solltest du noch keine Websprache erlernt haben und gerne in diesem Bereich übergehen, dann könntest du Perl durchaus in Betracht ziehen. Als Anfängersprache ist Perl ebenfalls eine Alternative zu Java, Python und Co. Im Diobio-Index liegt Perl übrigens derzeit auf Platz 9, ein Platz hinter dem Rivalen PHP. Vielen Dank fürs Zusehen, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.